Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschelte. Wir spielen 7 Days to Die. So, wir sind jetzt, haben die Nacht hier oben auf der Bücherei verbracht. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir noch einige Dinge looten können. Darunter ist wieder mal das Lederbuch. Das brauchen wir für die Armbrust. Für die Forge natürlich nicht. Dann fehlt uns noch ein Topf. Ja, und dafür gehen wir zu den hohen Häusern erstmal. Die drei Stück, nee, nicht die Langhäuser hier, die hier stehen. Und gucken nach, ob wir da irgendwo reingehen können. Unterwegs ist natürlich wieder Steine sammeln und alles andere sammeln angesagt. Die Nacht war soweit ruhig. War also nichts los. Hier haben wir oben. Dabei, dass wir die Armbrust gefunden haben, die Schematik dafür. Weil der Bogen ist immer noch nicht so meine Waffe. Mal lieber um, ob hier irgendwo so ein Bär oder was rumläuft. Tut es aber nicht, der hört sich, den hört man nur. Da kommen sie jetzt wieder raus aus den Ecken. Die vollen Zombies. War das jetzt ein Blitz hier? Nee, kann ja nicht. Ist ja alles, der Himmel ist ja klar. Kann ja eigentlich kein Blitz gewesen sein. Jetzt sind wir wieder auf dem Rückzug in Richtung Bücherei. Weil die Zombies uns jagen. Momentan brauche ich nur mindestens 2 Schuss pro Zombie. Nur einzelne sterben eher. Aber was soll's. Level 7, ich wollte schon fast wieder in die in den Baumarkt, aber mit Level 7 brauchen wir noch nicht aufbrechen hier. 3 Level schaffen wir nicht unterwegs. Und deswegen leveln wir erst hoch. Und natürlich auch aus dem Grund, schlechte Munition bzw. Waffen haben. So. Und fitte 13 Pfeile. Oh, ich muss glaube ich erstmal ein paar Pfeile gleich machen. Ich habe heute Nacht gerne Pfeile gemacht, aber dadurch, dass ich die das Campfire machen musste, hat man nicht genug Steine für Pfeile. So, jetzt kippt der Zombie wohl noch nicht rum. Nee. Jetzt aber.
getroffen, wenn ich getroffen hätte. Mal gucken, was unser beleibter Krieger hier so hat. Ja, das ist schön, immer was zu essen. Im Feld müssen wir eigentlich auch noch vorbei. Nicht über kurz oder lang, sondern eher über kurz als über lang. Ich hoffe, dass wir da hinten jetzt so weit, dass wir da die meisten Zombies rausgezogen haben. Also direkt vor den Häusern hier. Ich nehme aber kein paar Steine auf. Wir machen jetzt Pfeile. 10 Stück, das ist ja nicht viel. Aber der Mensch freut sich. Rotkreuzbandagen haben wir gerade schon in der Nacht so weit hergestellt. Von den Aloe, die wir an den Häusern gefunden haben. Soweit sind wir also gut vorne. Den haben wir auch noch nicht. Da hinten ist noch eine Tüte. In Tüten ist also so viel Schönes nicht drin, meine ich. Aber vielleicht finden wir ja da auch unterwegs noch ein paar Steine. Oh doch, das gefällt mir sehr gut, dass wir jetzt so ein verfaultes Stück Brot haben. Jetzt kommen wir insgesamt auf 25 Pfeile, das sind zwar noch nicht viel. Wo ist mein Bogen? So, dann nähern wir uns mal den Häusern da vorne und gucken nach, wie viele Zombies hier noch rumlatschen. Um die dann nach und nach wegzumachen. War nur ein Stein, ja. So, hier ist schon offen, das ist sehr gut. Oh, oh, oh. Gehen wir erstmal raus und warten, dass der Zombie uns nachfolgt. Gut, aber nicht, das finde ich schade. Vielleicht ist er auf dem Dachboden. Ein bisschen hört sich das jedenfalls so an. Also wenn er auf dem Dachboden wäre. Das ist gelaufen. Macht mich ganz schön nervös. Ich habe hier eine Fackel. Und da gucke ich noch mal nach. Also hier unten ist kein Zombie erstmal zu sehen. Auf die Schnelle. Die Bücher sind hier nicht. Ändern. Früher habe ich immer jedes Stück Papier mitgenommen.
mittlerweile. Ist das schon wieder was anderes. Wir haben schön am Morgen, das finde ich gut. Wenn man den ganzen Tag vor uns, da hatte ich das schon wieder da. Ich weiß nicht, ob ich erst hochgehen soll und den versuchen, den Zombie wegzumachen, oder ob ich hier unten alles in Ruhe looten soll. Schön kack hier mit der Lauferei oben über mir. Aber bevor ich hochgehe, gehe ich hier noch mal durch in den Räumen, in denen ich noch nicht war. Weil hier könnte nämlich noch ein bisschen zu lesen sein, ist aber nicht. Und hier genauso. Das ist eine Bücherei. Ja, sicher, wieder diese beiden Bücher, die kein Schwein braucht. Was mich freut, ist natürlich heute die Hunting Rifle und gestern die das Buch für die Armbrust. Nehmen wir hier auch noch mit. Wir müssen jetzt langsam hochgehen. Ist auch wieder eine Bücherei, das finde ich gut. Da brauche ich jetzt auch schon 3 Schuss. Ja, oder einmal richtig treffen, ist klar. Jetzt dürfte hier Ruhe einkehren im Haus. Moment. Naja, gut, nehmen wir das Zeug hier auch noch mit. Da sitzt noch einer rum. Der war auch nichts bei. Hört sich wieder an, als wenn eine ganze Horde Zombies hier irgendwo rumrennen würde. Das ist halt nur so ein Dicker und eventuell ein Viecher. Da ein Haus gelootet und wir sind schon wieder pickepacke voll.
war doch irgendwo ein Nest. Na gut, ich finde das jetzt nicht, aber normalerweise müsste hier ein Nest rumliegen. Ich guck mal einmal in die Autos. Den will ich haben. Den will ich auch haben. Das hier kann ich klein machen. Hat mir jetzt bloß nichts gebracht. Warum brennt das Auto nicht? Wie kommt der denn schon wieder her? Ja komm, geh weg hier. Halb tot. Ich glaube, ich muss sowieso erstmal irgendwie ein paar Pfeile machen, bevor wir gegen die ganze Horde hier ankommen. Denn noch ein Bär wird sich wohl hier auf die Stelle nicht finden. Und wenn, dann wird der mich alle machen und nicht die Zombies. Was mich natürlich besonders freut, ist, dass wir gestern nicht gestorben sind. Also beim besten Willen werden 8 Schuss nicht reichen, um mit den Zombies fertig zu werden. Ich kann jetzt nur 6 35 Pfeile machen. Aber ich suche nur erstmal weiter Steine, bevor wir dahin zurückkehren. Vielleicht zerstreuen sich die Zombies ja auch. Obwohl eigentlich bin ich ja derjenige, der zerstreut ist. Auch ins Gesicht geschossen, das freut mich. Und das war ein sehr guter Loot. Scheiße. Ecke genommen. Nein! Wie viel waren das jetzt? 3 Schlag? Naja. Scheißdreck. Weiter Abstand halten müssen. Aber irgendwie war ich auch ganz schön hinterher, die Krankenschwester zu kriegen. Der Bogen steckt ganz bestimmt noch, aber hier habe ich noch einen. Wo ist der? 112, der ist sehr gut. Dann gehen wir mal gucken. Ah, ich hätte mich auch sofort leer machen sollen jetzt wieder. Shit. Daneben.
klingeln wir ab und holen uns unseren Rucksack zurück. Wenn er denn noch lebt. Und irgendwo lootbar ist. Weil ich den nicht sehe, glaube ich auch nicht dran. Ist alles, nur kein Rucksack. Ist jetzt natürlich sehr schade, aber... Bin ich doch schon wieder falsch? Da ist der Rucksack. Auf einmal kommt er auch hier auf dem... Kompass. Das ist halt ein anderer. Da werde ich ja gleich sehen. Das ist mit ein zu großes Geglücks und Gegacker. Ich hatte noch in der Nacht geguckt, wir hatten um die 82 Wellness. Und müssen wir jetzt noch über 70 haben. Einen Moment, mal nach. 73. Dann kannst du auch noch kommen, ist es nicht schlecht wird. Das sind auf jeden Fall ein paar Scrap Iron. Dann krieg ich dich hier alles. Noch ein Gitter. Gut. Fangen wir alles erstmal in dieses Auto. Das wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Das ist sehr schön. Wir haben da eine Axt. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Rucksack. Ich komme aus alle Ecken. Muss mir ab und zu mal umgucken, weil oh, den Phantoms nicht. Und auch so ein Dicker an von hinten. So.
Beziehungsweise da ist einer, seht ihr? Was der hier so hat? Ja, von wem? Jetzt erstmal den dicken looten. Mein Effekt. Wenn wir das richtig anstellen, können natürlich auch viermal Fackeln werden oder vier Schuss für ambiente Zombies. Ich habe nur 16 Schuss für so viele Zombies, das reicht nicht. Trotzdem legen wir hier schon mal ein bisschen los. Das hat nicht gerade Schwierigkeiten. Dann hoffen wir, dass ihr das nicht mehr benutzt. Ja, der jedenfalls nicht mehr. Wir brauchen auch nur wenigstens drei Fälle für die Anruf, für die Folge. Aber die brauchen wir jetzt noch nicht sofort, sondern erst im Laufe des Tages. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Oh, scheiße, Mensch. Also das muss ich mir noch abgewöhnen, hier so erstmal von rückwärts gehen, umdrehen und dann vorwärts flüchten versuchen. Denn dabei bin ich auch schon wieder öfter. Öfter den falschen Weg gegangen. Guck einmal nach, was da im Auto ist. Im Wert von zig Papier bei uns rumliegen haben. Aber welche Ische knurrt mich denn da schon wieder an? Na gut, wird vielleicht das Tode. Da hinterm Auto. Ja gut, die ist weit genug weg. So, ich meine, hier in dem Haus waren wir gerade drin. Das erste Haus auf der rechten Seite. Da waren wir auch schon fast gerade drin. Und wenn wir Haus für Haus vorgehen.
das ist jetzt wirklich gut. Vielleicht hätten wir es doch schon schaffen können, aber egal jetzt. Hier gucke ich auch noch rein. Oh, guck mal, ein Bär. Und der hat uns nicht angegriffen. Das finde ich gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mal noch mal gucken, was der Bär so macht. Er verpisst sich, gut. Das ist mir jetzt sowieso lieber mit dem Helm. Schon angezogen, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Ich zieh die nochmal an. Wenn ja, dann werden wir das hier jetzt sehen. Ja, hatte ich schon. Gut. Erstmal in die Garage rein, gucken, was es hier gibt. Ich muss hier nur scheiße. Mach mal ein bisschen Platz. Da habe ich gerade irgendwo eine gesehen, aber solange ich die noch nicht habe, lasse ich das noch. Zweimal essen ist nicht schlecht. Dann gucken wir mal, was die Jungs hier so haben. Auch nichts Vernünftiges. Kann ich beides gleich wegscrappen. Ich gar kein Wasser bei, naja, das muss ich ändern. Die Frage ist, schieße ich eben die 7 Schuss, die wir noch haben, weg und habe dann ein neues Platz oder wie mache ich das? Ja, der kommt schon mal irgendwo hier rein. Ein bisschen Hundefutter noch mal kann naschen und weiter. Hatte ich dich schon, ja.
ist mein Spaßpäckchen. Also das ist mir jetzt zu wichtig, da rennen wir eben hin. Allerdings muss ich dafür nachgucken, wie ich das mache. Weil die Kiste geht ja kaputt. Das heißt, ich kann nicht einen Teil rausnehmen und dann nachgucken, was drin ist. Oder und dann ist gut, sondern ich muss praktisch austauschen, Teil gegen Teil. Und da wollen wir mal gucken, wie das geht. Zum Glück haben wir natürlich kein Wasser bei. Das heißt, die Ausdauer können wir nicht steigern oder nicht hochhalten. Vorne rennt ein Schwein. Weiß noch nicht. Achso, ja gut. Dann fangen wir mit dem Austausch hier an dem Schwein an. Erstmal das Wichtige, das Leder reinholen. Und dann können wir immer noch mal gucken. Fleisch. Und Fett. Ja, Fett hätte ich so nehmen können. Aber ich muss ja gleich sowieso wieder tauschen. So, das Teil ist da hinten runtergekommen ungefähr. Ich hoffe, das hängt jetzt nicht irgendwo im Pulk von Zombies fest. Ah, nee, 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 das will ich nicht. Komm mal auf, du doofen Bär, du. Nee, haut da nicht. Vielleicht nutzt das ja, wenn ich hier nochmal den Steintrick angehe. Da hinten für Punkte, das sind Bäume. Gut, den Bär haben wir abgehängt. Nee, der hat uns in Ruhe gelassen, den haben wir nicht abgehängt, den haben wir und er hat uns in Ruhe gelassen. Das hätte ich jetzt nicht so gut gefunden, wenn der bei uns gekriegt hätte. Da ist die Kiste. Guck ich mir erstmal meinen Platz an. Da ist einiges, was wir rauslegen können. Die habe ich auch, schön. Die habe ich. So, und jetzt kommt es drauf an, den will ich haben. Und ja, ist aber die falsche Farbe. Und das Buch kann noch weg. Und das Fresschen hier auch. Jetzt sammeln wir auf dem Weg zur Bücherei noch ein paar Steine an. Dann machen wir uns oben auf der Bücherei mal wieder leer. Wo immer die auch sein mag, ist sie das? Nee. Das sind Häuser vor der Bücherei noch schön. Wir laufen doch erstmal Glas hat durch die Stadt, also durch die vier Häuser hier. Und nehmen vorher noch mal eine Pille. Mann! So. Also im
Laufen ist nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn man so dicke Finger hat wie ich. Bin ich in die richtige Richtung? Ja. Einen Topf haben wir noch nicht. Haben wir ein paar Steine mehr. Neun nehmen wir. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Leiter rauf. Hier können wir dann fressen, Essen reintun. Und auch einiges anderes. Der Beaker ist schön, da freue ich mich immer noch drüber. Elf Fälle haben wir jetzt. Kommt auch nur da rein. Und die können. Und die habe ich ja gerade frisch genommen. Ja, ich habe nichts zu essen, was uns Punkte gibt. Das ist schade. Ne, ich habe ja gar keinen. Ich habe ja gar kein Wasser hier gekocht, weil ging ja nicht, wir hatten ja nichts. Da sind hinter dieser Bibliothek nochmal vier Häuser, die wir gleich anschließend nehmen wollen. Ich hoffe, ich konnte durch das Durchrennen die Zombies ein bisschen zerstreuen. Hier waren wir noch nicht durch. Noch die Küche. Und da ist doch schon wieder irgendein so ein Typ drin irgendwo. Geh erstmal nochmal gucken, ob wir den irgendwo sehen. Ja, ob der wieder oben ist. Eine Brille braucht der Mann, die habe ich, schön. Nichts. Und da sind zwei Bücher, die wir schon kennen. Also so viele Bücher haben wir noch nicht gelernt, dass wir jetzt schon wieder alle doppelt kriegen können. Bisschen essen, trinken auch, ne? Und doppelt. Haben wir beides nicht gekriegt. Wie viele Pfeile haben wir noch? Null, ein. 45, ja gut. 45 ist ein bisschen besser als einer. Hier haben wir zwei schöne Sachen drin. Wo ist der blöde Zombie eigentlich, der hier am Rumknurren ist? Bin jetzt alles abgegangen im Haus. Normal kann er eigentlich gar nicht mehr hier drin sein.
Ach nun, die Wege der Funpimps sind undurchsichtbar und unergründlich, aber bestimmt ganz weise. Also hier oben hat sich das wieder voll gelohnt, aber ach, hier haben wir noch eine Hütte zum Begehen. Und ob sich unser Glück jetzt ändert, werden wir jetzt gleich sehen. Haben wir ein bisschen Brennmaterial für die Folge oder für das Campfire, falls wir irgendwann mal eins kriegen können. Kommen wir da durch? Ja. Hat uns aber nichts gebracht. Und so ist auch noch Scrappen. So, und jetzt hier in der Mitte stellen, beim Rückwärtsholen die eine Seite und hier beim Vorwärtsschlagen die andere Seite kaputt hauen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, da haben wir schon mal einen Topf. Also einen Auftrag für heute habe ich erfüllt. Wir haben einen Topf, das finde ich gut. Noch einen Helm, den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ja gut. Jetzt hoffen wir drauf, dass wir noch was zu trinken bzw. was zu essen finden. Dann haben die Zombies schon den großen Teil der Küche weggehauen. Die Frage ist, in welche Ecke stecken wir das Essen rein? Das Trinken meine ich. So. Nochmal zwei. Also hat das Brot hier immer noch im Spiel und hey, ich war gestern so stolz, dass ich ohne Tod überlebt habe. Das erste, was ich mache hier wieder heute, ist eine Runde sterben gehen. Aber wie soll es auch anders sein? Ein Bücherschrank ohne Bücher und ein Buch, was eigentlich leere Seiten hat. Jetzt die Bücher jetzt kreppen. Kann ich beide nicht lesen, weil ich die schon habe. Na gut, und dann können wir hier wieder raus. Hier hatte ich dann noch irgendwas in so einem Buch oder was.
So, mit dem Topf gehen wir zurück zu unserer Bücherei und kochen da erstmal das Wasser. Und für das Wasser kann ich hier sofort auch noch Wasser voll machen. Und wenn wir einmal dabei sind, Wasser zu füllen, dann sind wir einmal dabei. Ich hatte hier nur ein leeres Glas. Na gut, nutzt ja alles nichts. Ja, da bin ich froh, dass uns der Bär nicht gerade irgendwie erwischt hat. Haben wir hier alle Autos? Ist er doch schon wieder. Ne, ist ein Schwein. Stand da kein Bär neben. So, erstmal gucken, ob ich irgendwie den Kopf treffen kann. Jetzt ist es weg. Aber noch nicht ganz. Wie viel Schuss habe ich? 42. Das müsste für das Schwein eigentlich noch reichen. Kniegas geben, Schwein schießen. Und das Fell nehmen. Wo ist das hin? Bist du hier reingegangen? Ist das hinten wieder raus? Gucken wir mal. Also entweder ist das wieder raus und hat Kniegas gegeben. Und bei vier Knien gibt es Spielgas. Er hat sich hier irgendwo in dem Haus hier versteckt. Wandert. Mein draußen war hier irgendwo. Da haben wir das Schwein gerade schon hier drinnen sehen. Ne, das kannst du vergessen, das finde ich nicht. Gucken wir hier nochmal nach. Kein Schwein. Auch kein Schwein. Ne. Ein Fell brauche ich noch, dann kann ich die Forge bauen. Ist auch kein Schwein. Kein Schwein da. Gehen wir oben auf den Hügel. Vielleicht sehe ich von da aus ein Stückchen vom Schwein. Nee. Schade, ich hatte gehofft, wir kriegen jetzt schon beides zusammen. Also ein Kochtopf und ein Schwein, aber hat nicht sollen sein. Oh, Scheibenkleister, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sag dann mal einfach, nee, ich gehe erst hoch und koche mein Essen. Und danach sage ich Tschüss. Also auf die 3 Minuten kommt das jetzt auch nicht mehr an, denke ich. Erst das Ding hier wieder rauspflücken. Und dann kann ich den Kochtopf reinsetzen. Sind leere Gläser. Ich hatte doch 2-mal Gläser hier. Ja, gucken wir noch mal im anderen hier. Auch keine Gläser drin. Ja gut. Wenn nicht so ist, dann ist das nicht so. Lassen wir den Quatsch hier kochen. Ich brauche auf jeden Fall gleich wieder ein paar Bäume, damit ich hier in Ruhe mein Dinge fertig machen kann, voll leer machen kann, brauche ich neue Kisten.
Aber bis dahin bleibe ich wieder auf den altbewährten Trick zurück. Pack alles hier irgendwo in die Dinger hier rein. Weil wir jetzt nicht sofort brauchen. So, ich denke, das war's, was wir loswerden wollen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage ciao, ciao und bye, bye, bis morgen.